Und es ist faktisch unmöglich, eine Econ-Brand von 7 auf 8-stellig zu bringen, wenn diese eine Sache hier nicht beachtet wird. Was geht ab? Ich hatte gestern einen Call mit einem Founder von einer der von uns betreuten Brands. Die Brand steht aktuell bei 3, 4 Millionen Jahresumsatz und es ging um ein Thema, was ich richtig, richtig oft sehe, wenn wir mit Foundern von 7-stelligen Brands reden. Und ich wollte es nicht vorenthalten, denn es ist eine der mit Abstand wichtigsten Faktoren, der beachtet werden muss, wenn man jetzt nächstes Jahr von 7 auf 8-stellig gehen möchte. Und ich dachte mir, einmal um die Learnings für mich zu dokumentieren, aber dann auch um andere dabei teilhaben zu lassen, hau ich mal genau über diese Thematik ein Video raus. Es ist ein rohes Video zwischen Tür und Angel, das heißt keine große Produktionsqualität erwarten. Aber bleib bis zum Ende, denn ich habe eine ziemlich geile Anleitung inkludiert, wie du diesen Switch, den ich hier beschreibe, für deine eigene Brand umsetzen kannst. Für alle, die nicht wissen, wer ich bin, mein Name ist Sebastian Czerlinski und ich bin nicht nur der bestaussehendste, reichste und vor allem am ausgeschlafen aussehendste und zugleich bescheidenste E-Commerce-YouTuber, den es im norddeutschen Flachland gibt, sondern auch CEO der Iron Media GmbH, eine Firma, wo wir 7-stellige Income-Brands dabei helfen, 8-stellig zu gehen, und wir erreichen das durch Umsetzung unseres ARR-Frameworks. ARR steht für Acquisition, also alles, was mit Paid Ads und Neukunden zu tun hat, Retention, dem Herstellen von einem guten Bestandskundengeschäft über SMS, E-Mail, Affiliate-Marketing und Recruiting. Wir bauen das Inhouse-Team von A-Mitarbeitern für diese Brands auf, damit wir die Abhängigkeit von Agenturen, Beratungsfirmen und allem, was dazugehört, lösen können und echten Enterprise-Value schaffen können. Meine Firma hat dieses Jahr ein 450 Millionen Euro E-Commerce-Portfolio betreut. Wir haben 60 Millionen Euro Adspend verwaltet und das Allerwichtigste, ich habe dir in diesen Videos hier nichts zu verkaufen. Wir arbeiten nur mit 7-stelligen Brands zusammen und helfen ihnen durch den Aufbau von Inhouse-Media-Buying-Teams 8-stellig zu gehen. Und diese Videos hier haben als Zweck, möglichst vielen Brands auf dieses Level zu verhelfen und so ganz egoistisch meine eigene Zielgruppe dadurch zu erweitern. Heißt, ich bin kein Guru, kein Coach, habe keine Agentur, will dir nichts verkaufen. Ich will dir einfach ein bisschen Mehrwert stiften, damit du auf ein Level kommen kannst, das an Zusammenarbeit künftig interessant wird. Und wie gesagt, ich war im Call mit dem Founder von dieser Kosmetik-Brand, die aktuell bei 3, 4 Millionen im Jahr steht, und wir haben den genauen Plan aufgestellt, wie wir es nächstes Jahr schaffen wollen, 8-stellig zu gehen. Wir haben die ganzen Probleme analysiert, die vorhanden sind, und die Problematik, die dort gegeben war, war so typisch, dass ich mir gedacht habe, nee, dafür müssen wir ein allgemeingültiges YouTube-Video machen. Bringen wir jetzt mal direkt zur Erklärung in dem mit Abstand aufwendigsten designten Videostudio, was du dir vorstellen kannst, meinem Whiteboard. Da ich keine Zeit hatte, zwischen den Feiertagen was vorzubereiten, musst du hier leider mit meiner Zeichenkunst zurechtkommen. Das hier ist ein Zeitstrahl, zack, das hier ist eine Umsatzachse. Und die Skalierung der meisten E-Commerce-Brands, ich würde sogar sagen, fast allen E-Commerce-Brands, läuft wie folgt ab. Man startet, man findet erstmal Product Market Fit und man merkt, das Produkt verkauft sich. Dann kommt ein aggressives Wachstum und dieses Wachstum stagniert auf einem bestimmten Level. Und jetzt überlegt man, was passiert auf dem Weg dahin. Hier unten ist eigentlich alles cool und witzig. Man hat eine Idee, die verkauft sich, man macht die ersten Ads, man hat gute Ergebnisse der Ads, man denkt sich, okay, die Produkte hier haben Potenzial, man investiert immer mehr in Ads, es klappt immer besser, man findet ein paar Sachen raus, die funktionieren, man findet auch ein paar Sachen, die nicht funktionieren, aber im Prinzip wächst alles von 10.000 Euro im Monat, 20, 30, 40, 50, man hat die ersten 6-stelligen Monatsumsätze, man professionalisiert sich ein bisschen, man bucht ein paar aufwendige Agenturen, man bucht Content, man erschließt ein paar andere Paid-Ads-Channel, man macht Google-Ads, Facebook, man ist eventuell schon ein bisschen bei YouTube, man versucht ein paar Sachen bei TikTok, man hat die ersten Influencer-Kooperationen, man macht das immer weiter, man investiert seine Profite, man hat auch tatsächlich noch Profite und kommt dann irgendwo auf ein Level, was zwischen 300 und 500.000 Euro Umsatz im Monat sind. Zeichnen wir hier mal ein. So, und jetzt kommt die Situation bei einer Flughöhe von 3, 4 Mio im Jahr, wo man nach so ungefähr ein oder zwei Jahren sieht, boah, also das ist schon ein richtiger Kraftakt hier. Das heißt, man versucht richtig viel. Man wechselt so die Paid-Ads-Agentur, man stellt die ersten Mitarbeiter an, die Wachstum vorantreiben sollen, man holt einen CRM-Manager, man holt eventuell interne Content-Creators, man geht her und rekrutiert von anderen Unternehmen Wachstumsspezialisten oder operative Geschäftsführer, man holt Teamleads rein, man baut eine Teamstruktur auf, man ist mittlerweile Kunde bei 4 oder 5 Dienstleistern, die einen mit Content beliefern, die die Ads schalten, die die Google Ads verwalten. Man testet wilde Sachen wie Native Ads, hat eventuell schon mal PR gekauft und ackert halt richtig viel, um das Wachstum, was man hier hatte, wo alles richtig geil lief und Bestandskunden aufgebaut hat, irgendwie voranzutreiben. Aber egal, was man macht, es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Das heißt, man steckt immer mehr Aufwand rein, aber die Erträge sind überhaupt nicht mehr dieselben. Das heißt, eventuell kommt es sogar vor, dass man durch mehr Arbeit weniger Profit am Ende des Tages hat, wenn man viele Reinvestitionsmaßnahmen macht. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass viele Leute ihr Wachstum an der Stelle überbewerten, weil einfach durch den Aufbau der Bestandskunden hier
das Endergebnis beschönt wird, weil hier endlich mal im großen Stil ein bisschen Retention Marketing gemacht wird, E-Mails rausgeschickt werden, nur Klaviyo Flows gemacht werden. Aber in Wahrheit ist die New Customer Acquisition hier absolut mangelhaft geworden. Und während die meisten Brands auf diesem Level entweder ein bisschen die Motivation verlieren oder von einem Shiny Object zum anderen gehen und jetzt sagen, oh, jetzt muss ich nochmal einen Shoutout kaufen von einem großen Influencer oder jetzt müssen wir noch irgendwie in der Glamour Fashion Week gelistet sein, passiert das, was eigentlich keiner möchte. Man stagniert und verliert sogar Umsatz und vor allem Profitabilität. Das hier ist so ungefähr die ekligste Lage, in der man sein kann. Denn wenn man so 3, 4, 5 Mio im Jahr macht, man schon Mitarbeiter hat, man hat Fixkosten, man macht eigene Lagerlogistik, man macht objektiv irgendwie alles, um den Firmenwert zu steigern, aber man kämpft immer und immer wieder gegen einen schmelzenden Eisberg, kommt man nie so richtig auf dieses Level, wo E-Commerce Spaß macht. Das heißt, wo extreme Profite abgeworfen werden, wo der Firmenwert extrem steigt, wo man keine großen Teamstrukturen oder vor allem effiziente Teamstrukturen aufbauen kann. Und man kann vor allem auch keine wirklichen A-Mitarbeiter reinbekommen und die mit Profitbeteiligung incentivieren. Denn wenn kein Profit da ist, der geteilt werden kann, finden die geilsten Mitarbeiter das auch nicht cool. Und die Frage aller Fragen, die wir uns mit den von uns betreuten Brands eigentlich immer wieder stellen, ist, was muss man jetzt machen, um von diesem Level hier 300.000 Euro Umsatz im Monat irgendwie hier auf die Mio im Monat zu kommen? Und genau das ist ja die Challenge, bei der wir den Brands helfen, die zu uns kommen. Und es gibt für die Überquerung dieses Abgrunds 3 Optionen, über die wir jetzt mit dir sprechen. Option Nummer 1 ist, du machst gar nichts. Also du machst einfach gar nichts. Du machst weiter wie bisher. Du versuchst mit immer mehr Kraft und Mühe deine Umsätze voranzutreiben. Und vielleicht schaffst du es auch, weil du durch Glück auf ein bestimmtes Level kommst. Aber in Wahrheit ist das der mit Abstand uneffizienteste Weg. Das heißt, nichts machen ist raus. Es sei denn, du willst runterscalen, wieder so 1 oder 2 Millionen im Jahr machen, das möglichst profitabel mit 1 oder 2 Mitarbeitern, um dann kurzfristig zu denken und zu sagen, ja, es lohnt sich, es ist besser als mein Hauptjob. Das ist eine Option für uns, wir haben die komplett gestrichen. Aber es gibt genug Leute, die mit einer vorigen Skalierung sich damit abfinden und wieder den Weg zur Mittelmäßigkeit zurückmachen möchten. Empfehle ich nicht. Ich will nur sagen, das ist eine der Optionen, die manche Brands eingehen. Option Nummer 2 ist es, dass man diese aggressive Wachstumsphase repliziert, und zwar dadurch, dass man für Spikes sorgt. Und Spikes sind ja nichts anderes als Spitzenausschläge. Produziert man dadurch, dass man das, was anfänglich eine Brand zum Wachstum gebracht hat, auf andere Bereiche überträgt. Denn wenn man hier nochmal eben überlegt, wie ist das hier entstanden? Man hat ein Produkt, was sich ganz gut verkauft hat, es war irgendwie als Erster auf einer Plattform oder man war der Erste, der richtig aggressiv Werbung dafür gemacht hat. Es gab nicht so viel Konkurrenz. Man konnte pushen, man konnte die Profite investieren, das alles hat sich richtig gelohnt. Und ab einem gewissen Punkt kam die Konkurrenz ins Spiel. Es haben andere Leute dasselbe verkauft für günstigere Preise, die Plattformen waren übersättigt. Du hast tausende Kunden aus dem Markt gezogen und du hast den Markt schneller ermüdet, als neue Kunden nachgekommen sind. Deswegen ist das Plateau hier entstanden. Ging ja all dem eine aggressive Wachstumsphase voraus, die möglich war, weil man auf einer neuen Plattform eine frische Sache auf eine frische Art und Weise vermarktet hat. Und genau dieses Phänomen kann man ja replizieren. Denn wenn man jetzt zum Beispiel dieses Wachstum hier primär über Facebook-Ads gemacht hat und das war vor 2 Jahren einfach der Channel, wo man dieses schnellste Wachstum einfangen konnte, dann kann man jetzt halt hergehen und sagen, okay, wir bleiben jetzt bei Facebook auf diesem Level, was jetzt hier irgendwie so ein bisschen voranschmilzt, aber wir wollen jetzt dieses Wachstum auf anderen Plattformen auch haben. Das heißt, wir gehen jetzt zum Beispiel auf Google oder auf YouTube oder auf TikTok-Ads und wir sorgen zu Beginn auch wieder dafür, dass wir erstmal Product-Market-Fit finden, das heißt ein Selling-System, was nachhaltig profitabel am Tag seine gewollten Conversions produziert für einen Preis, den wir akzeptieren. Und wir machen dann alles in unserer Macht Stehende, diese Sache zu scalen durch die richtigen Operations, durch die richtigen Scaling-Techniken, durch Content und durch Methoden, die notwendig sind, um so ein Scale zu produzieren. Und eventuell schaffen wir das, ungefähr auf das Level zu kommen, wo wir vorher waren. Aber wenn wir das geschafft haben, stehen wir wieder an demselben Punkt. Das heißt, wir müssen dann wieder hergehen und gucken, wie kriegen wir dasselbe nochmal hin? Gehen wir richtig deep in Influencer-Marketing? Gehen wir auf Google-Ads? Gehen wir auf YouTube-Ads? Machen wir YouTube-Shorts? Gehen wir auf andere Länder? Internationalisieren wir die Sache? Machen wir dasselbe, was wir hier gemacht haben? Vielleicht in Holland? Machen wir das in Frankreich? Gehen wir nach Polen und versuchen, das alles zu duplizieren und dieselben Level aufzubauen? Oder
schauen wir, dass wir das, was wir in Deutschland gemacht haben, auf anderen Plattformen wie Native Ads oder irgendwelchen Sachen, die halt noch nicht so umkämpft sind wie das, was wir aktuell machen, replizieren können. Das hier ist meistens auch von Dropshipping-Brands oder Brands, die kurzfristig geplant sind, das Nummer 1 Vorgehen. Das heißt, man nimmt einfach das, was irgendwo funktioniert hat, beispielsweise deutscher Markt, Facebook-Ads, UGC, Problembewusstsein, bestimmtes Level an Problembewusstsein, und da wird immer wieder drauf geballert und überträgt das dann beispielsweise auf andere Länder wie Holland, Frankreich, Tschechien, Polen oder überträgt es auf andere Plattformen wie TikTok, YouTube Ads, Native Ads oder was man alles noch so machen kann. Große Problem hier ist allerdings, dass man dann vielleicht mit ein bisschen Zeitverzögerung, aber trotzdem wieder an denselben Punkt gekommen ist, wo man das, was man macht, erschöpft. Das heißt, Spikes durch eine neue Opportunity auf einem frischen Markt zu produzieren, hilft einem kurzfristig, vielleicht sogar für 1 oder 2 Jahre dabei, immer und immer wieder auf geile neue Level zu kommen. Man schafft eventuell auch 4 oder 5 Mio im Jahr. Und wenn man mal so eine Sache gefunden hat, die wirklich gut funktioniert, schafft man es auch mal 1 oder 2 Monate auf so eine Mio im Monat zu gehen, durch aggressiven Scale, aber wirklich eine nachhaltige Brand auf 8-stellige Level aufzubauen, die auch Enterprise Value hat, das heißt verkauft werden kann, klappt so meistens nicht. Und das führt uns auch zu unserem dritten Schritt, den wir hier besprechen wollen. Nämlich den Weg, der zwar am aufwendigsten, aber auch am lohnenswertesten ist. Und diesen Weg nenne ich narrativbasiertes Marketing. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern es ist einfach die Kurzfassung dafür, was wir in diesem Schritt machen wollen. Kommen wir auch direkt zur Erklärung, was narrativbasiertes Marketing hier ist. Jeder Markt, also die Reife eines Marktes, läuft linear von, man ist der allererste irgendwo und die Kunden wissen noch gar nicht, was das ist, hinzu, jeder weiß Bescheid und es ist eigentlich allgemeingültiges Wissen, was hier verkauft wird, was das bringt, was die Konkurrenz so macht, was die Versprechen sind, was die Vor- und Nachteile sind. Und als Beispiel hierfür kann man zum Beispiel die Fitnessszene nehmen. Früher wusste keiner, was ketogene Ernährung oder sowas ist, dass man durch Weglassen von Kohlenhydraten und Herstellen der Ketose schneller Fett abbauen kann. Es war vorher einfach nur bekannt, dass man wahrscheinlich weniger essen sollte, um abzunehmen. Und mittlerweile ist es so, dass der Begriff Keto fast in aller Munde ist, dass wahrscheinlich 80% der Fitnessszene wissen, was ketogene Ernährung ist und dass die meisten Leute auch wissen, ah, ketogen, das war doch das ohne Kohlenhydrate. Und da kann man ganz gerne mal den Mutti-Test machen. Wenn ich meine Mutti frage, weißt du, was ketogen ist, dann würde sie mir sagen, ja, ich glaube, das ist doch irgendwas ohne Kohlenhydrate, oder? Das heißt, dass die Reife des Marktes sehr stark vorangeschritten ist. Und die meisten Brands, die wirklich dieses Wachstum hier erleben, setzen irgendwo im vorderen Drittel hier ein. Das heißt, man ist einer der ersten Player, der extrem gut pushen kann oder einer der ersten Player, der über beispielsweise Facebook-Ads oder UGC oder Google-Ads oder YouTube-Ads oder Influencer-Placements seine Platzhirschstellung sichern konnte. Und wenn man in diesem Bereich eines Marktes startet, hat man einen Großteil des Kuchens für sich. Denn wenn das hier der verfügbare Markt bei dir ist, und das hier die Leute sind zu Beginn, die überhaupt nur eine Ahnung haben, was zum Beispiel ketogene Ernährung ist, und diese ganzen 90% oder 80% des Marktes hier komplett keine Ahnung haben, dann hat ein Produkt, was als Mechanismus ketogene Ernährung nutzt oder halt Kohlenhydrate einsparen, alles was dazugehört, einen riesigen Vorteil, denn die ganzen Leute hier wissen ja noch gar nicht, dass das ein Mechanismus ist, der zu dem gemeinsamen Ziel des Abnehmens führt. Und man kann hier wirklich realitätsveränderndes Marketing machen, weil die Leute sagen, okay, das habe ich ja noch nie gesehen. Bestes Beispiel bei der Brand, die Anlass für dieses Video hier war, war eine der ersten Brands, die wirklich massiv UGC-Thema vorangetrieben haben. Das heißt, die UGC-Macht, die diese Brand wirklich 2 Jahre lang in den Markt gedrückt hat, war so übertrieben, dass sich keiner vor der Brand wehren konnte. Aber jetzt ist es halt so, dass eigentlich jede Brand in dem Bereich mit UGC vermarktet, der Trust-Faktor dadurch geht runter und auch die Versprechen, die in dem Marketing gemacht wurden vor 2 Jahren, werden jetzt eigentlich von jeder Brand gemacht, die diesen Channel nutzt. Und deswegen hat das Marketing hier einfach extrem Effizienz verloren. So, und wenn man jetzt einen Markt hat, der 1-2 Jahre gemolken wurde, einmal von einem selbst und dann von der ganzen Konkurrenz, dann es dauert ja nicht lange, wenn jemand Profit macht, dass man halt hergeht und andere Brands kommen, die dasselbe verkaufen für weniger Geld, das heißt, man ist irgendwann im Preiskampf, dann kommt irgendwo der innovative Faktor, wo man wirklich gucken muss, okay, alle Leute betteln sich in diesem Red Ocean hier, also Red Ocean, weil viele Haie im Wasser sind und deswegen Blut im Wasser ist. Wie macht man den Switch zu einem Blue Ocean? Das heißt, man will erneut diesen Zustand haben, dass die Leute überhaupt nicht wissen, was hier Sache ist und man wirklich ein großes Stück des Kuchens wieder für sich haben kann. Und diesen Switch macht man dadurch, dass man sich bewusst macht, was denn das Narrativ des Marktes ist und wo deine Zielkunden von ihrem Wissen stehen. Und bei dieser Brand, über die wir hier gerade reden, war es so, dass der Mechanismus in dem Kosmetikbereich, also die Art und Weise, wie diese Produkte gewirkt haben,
extrem verbreitet mittlerweile ist. Das heißt, nahezu jeder Konkurrent, egal ob er dasselbe verkauft oder was Ähnliches verkauft, bedient sich denselben Versprechen, demselben Problem, denselben Mechanismus und sogar mittlerweile demselben Marketing, weil eigentlich jeder jetzt richtig massiv UGC dafür benutzt und diesen UGC dann über Facebook und YouTube Ads ausspielt. Und das, was an der Stelle notwendig gewesen ist, um eben diesen Switch zu produzieren, ist es, dass wir uns mal ganz genau angeguckt haben, was passiert eigentlich bis hierher. Das heißt, wir haben uns genau angeguckt, was macht die Konkurrenz? Wie ist es als jemand in der Zielgruppe, der Marketing für diese Produkte bekommt? Was haben diese Kunden schon mal gekauft? Was waren deren Enttäuschungen? Was waren deren Hoffnungen? Und was ist deren Empfinden für Verkäufer in diesem Markt? Und dann haben wir das runtergebrochen und geguckt, wenn wir einer unserer Zielkunden gegenüber sitzen würden am Küchentisch und wir würden der Person mal wirklich von Auge zu Auge erklären, was eigentlich Sache ist, dass man den Status quo des Marktes runterbricht und man sich dann selbst so platziert, dass man einen Schritt weiter ist. Das heißt, man nimmt wieder die Autoritätsstellung ein und erklärt den Leuten im Prinzip ihren Markt. Das bedeutet für uns in unserem konkreten Fall, dass wir jetzt hier ansetzen würden und sagen, okay, wenn aktuell es wirklich verbreitet ist, über ketogene Ernährung zu sprechen, Kohlenhydrate einzusparen und abzunehmen durch diesen Mechanismus von eingesparten Kohlenhydraten, dann muss unser Marketing zwangsläufig ein Narrativ später ansetzen. Das heißt, den Personen entweder auf Augenhöhe begegnen und in den Ads auch davon sprechen, dass wir wissen, dass das der Status quo ist, oder den Leuten etwas verkaufen, was einen Schritt danach kommt. Und wenn wir jetzt mal bei dem Fitnessbeispiel bleiben, weil es gerade so einprägsam ist, Ads, die von hier nach hier gehen, werden im Prinzip auf UGC runtergebrochen. Oh mein Gott, ich habe jetzt eine neue Abnehmform entdeckt oder ich habe hier neue Produkte entdeckt, die bedienen sich dem Mechanismus der ketogenen Ernährung. Es ist super, weil ich kann alles an Fleisch und an Fisch und sowas essen und ich habe gar keinen Hunger und sowas. Das heißt, hier wird den Leuten das als neue Opportunity verkauft und die Leute sagen, okay, krass, das wusste ich ja noch gar nicht. Oder aber man hatte jetzt ketogene Proteinriegel, die hergehen und den Leuten, wo man den Leuten sagen kann, was Schokolade drin, Karamell, schmeckt mega, ist mit Süßstoff, hat aber keine Kohlenhydrate, also kannst du damit immer noch abnehmen. Das ist das ganze Marketing, was bis zu diesem Level hier gemacht wurde. Und wenn man als Brand jetzt wirklich massiv viel Marktanteil kaufen möchte, kann man den Leuten nicht sagen, übrigens, es gibt ja jetzt sowas, das heißt ketogene Ernährung und man kann mit weniger Kohlenhydraten total gut abnehmen. Denn die mit diesen Marketing-Argumenten konfrontierten Zielkunden wissen genau das und man langweilt sie und hat auch gar kein USP mehr gegenüber den ganzen anderen Leuten. Das heißt, die ganzen Ads, die sich in dem Bereich abspielen, haben mangelnde Effizienz, mangelnden Return, somit auch mangelnden Profit. Und egal wie viel Arbeit man reinsteckt, man kommt nicht über ein großes Level hinweg. Und das ist übrigens auch das Phänomen, warum bestimmte Dropshipper ehemals gehypte Produkte nicht nochmal platziert bekommen, weil so ziemlich jeder in dem Markt weiß, was das Produkt macht oder aber dieses Produkt schon vermarktet bekommen haben. Das heißt, die Effektivität der Marketingargumente, die man aktuell hat, verpufft dadurch, dass die Leute einfach wissen, was Sache ist. Und wenn wir jetzt Marketing für die 30% hier ansetzen wollen, nämlich weiter zu sein als die Konkurrenz und einen Schritt Next Level Shit zu machen, müssen wir uns überlegen, was ist denn jetzt das, was die Leute hören müssen, um zu verstehen, okay, das ist diesmal anders und es ist gleichzeitig die Erklärung, warum all das, was in der Vergangenheit an mich vermarktet wurde, nicht funktioniert hat und gleichzeitig die Begründung für Hoffnung, warum es denn jetzt in Zukunft funktionieren sollte. Denn mit dieser neu gewonnenen Hoffnung schafft man es halt, die Ads wieder effizient zu machen. Und diese neu gewonnene Hoffnung kann man entweder mit einem neuen Mechanismus oder aber mit einem alten Mechanismus plus Spitzenbehauptung, das heißt, dass man präsentiert, der Beste zu sein, produzieren. Und wie das im Konkreten aussieht, machen wir jetzt auch mal anhand eines Beispiels. Das heißt, ich habe jetzt entweder die Möglichkeit herzugehen und zu sagen, ketogene Ernährung, schön und gut, wir machen jetzt aber ketogene Ernährung plus. So, das heißt, das, was in der Vergangenheit gemacht wurde, im Sinne von keine Kohlenhydrate oder sowas, funktioniert nach wie vor. Aber wir haben die New Age ketogene Ernährung, wie man mit Intermittent Fasting, also Halbtagsfasten plus ketogene Ernährung und unserem speziellen Abnehmsalz dafür sorgen kann, die Effizienz der ketogenen Ernährung zu verzehnfachen. Das heißt, du kennst bereits die ganzen Produkte da draußen. Du hast die vielleicht sogar schon mal probiert, du hast schon mal ketogene Riegel probiert, aber dadurch vielleicht nicht abgenommen. Ja, das liegt daran, dass unser Mechanismus fehlt, nämlich die ketogenen Abnehmsalze. Dein Mineralstoffhaushalt war dafür verantwortlich, dass du nicht abnehmen konntest, deswegen waren deine Fettspeicher voll. Aber durch unsere neue Produktkombination können wir den Mechanismus der ketogenen Ernährung erneut zu deinem Vorteil nutzen
Und du kannst all die Marken, die dir normale ketogene Sachen bewerben, vergessen. Denn unser neuer Mechanismus der ketogenen Ernährung plus Abnehmsalze ist halt das, was wirklich die Nadel nach vorne bewegt. Und dann würde man auch Ads machen, die genau das sagen. Das heißt, man hätte UGC, der dann so sagt: Ich habe überall in den letzten Jahren Produkte empfohlen bekommen, die keine Kohlenhydrate haben. Ich habe die dann auch gegessen, aber ich habe trotzdem nicht abgenommen. Was ich jetzt mittlerweile entdeckt habe, ist, dass von dieser Marke hier, ketogene Ernährung plus die Abnehmsalze, die sie verkaufen, das ist, was bei mir gefehlt hat. Das heißt, seit ich das benutze, kann ich all die ganzen ketogenen Produkte, die ich sonst so gekauft habe, nehmen und ich nehme auf einmal ab. Das heißt, diese neue Opportunity hat mir dabei geholfen, Ergebnisse zu bekommen, die meine alten Opportunity schon versprochen haben. Und dadurch haben die Ads wieder eine Effizienz, die dafür sorgen kann, dass man hier einen ganz, ganz, ganz großen neuen Push machen kann und man sich auch ein großes Stück vor die Konkurrenz setzt. Denn bis diese Leute wieder deinen Mechanismus kopieren, dauert das wieder ein bisschen. Und darüber hinaus wirkt es dann auch sehr stark abgekupfert, denn wenn die gleichgeschaltete Szene überall dasselbe vermarktet und eine Person wirklich heraussticht, merken die Leute sehr, sehr schnell, dass die Person, die heraussticht, später kopiert wird. Das ist ein schöner Nebeneffekt. So, und die zweite Möglichkeit, sich ein paar Schritte vor die Konkurrenz zu setzen, ist es weiterhin den alten Mechanismus zu pushen, aber eine große Spitzenbehauptung dran zu setzen. Und Hintergrund hierfür ist, dass Menschen von Gewinnern kaufen wollen. Das heißt, wir gucken uns den Markt an und sehen, wer sind denn die Big Player in dem Bereich? Und was haben wir im Vergleich zu den anderen Big Playern schon erreicht? Denn wenn wir auf ein Level gekommen sind, was uns jetzt konstant 3, 4, 500.000 Euro Umsatz im Monat oder eventuell sogar fast eine Mio im Monat mal kurzzeitig gebracht hat, dann haben wir schon eine gute Menge an Kunden generiert. Und idealerweise machen wir die Sache auch ziemlich gut. Das heißt, wir haben super faire Produktionsbedingungen, wir haben extrem gute Produkte, wir haben eine extrem hohe Kundenzufriedenheit oder wir sind schon am längsten am Markt. Und wenn wir eine Brand haben, die halt schon echt lange am Markt ist, die eventuell auch unique Produktionsverfahren hat oder halt eine super Qualität hat, die keine andere Brand darstellt, dann kann man mit dem alten Mechanismus der ketogenen Ernährung aber eine fast schon überhebliche Spitzenbehauptung sich wieder vor die Konkurrenz stellen. Denn bei einer Brand, mit der wir gearbeitet haben, haben wir das genau so hinbekommen, dass wir gesagt haben, wir verkaufen genau dasselbe wie alle anderen, das stimmt, aber warum solltest du bei uns kaufen? Weil wir die Marktführer sind, weil wir die Pioniere sind, weil wir die Besten sind, weil wir die Ersten auf dem Markt waren, weil wir das krasseste Labor haben, was die krassesten Tests gemacht hat. Das heißt, man muss gucken, wo kann man in einem legalen Rahmen, der auch abmahnsicher ist, eine Spitzenbehauptung aufstellen. Denn wenn das Argument des alten Mechanismus ja so gut funktioniert über den ganzen Markt, dann deckt es ja nach wie vor einen Pain, natürlich. Aber die Leute wollen halt einfach nicht von jedem x-beliebigen kaufen, sondern sie wollen von dem kaufen, die sie am meisten vertrauen. Und wie bekommt man das meiste Vertrauen? Indem man sich direkt und indirekt als die beste Option darstellt. Und man braucht halt nicht sagen, okay, wir sind objektiv anhand aller gemessenen Parameter der allerbeste, sondern es reicht in einer der präsentierten Disziplinen der Beste zu sein und diese präsentierte Disziplin in den Ads zu pushen. Denn sei es auch einfach nur, dass eure Mitarbeiter am besten bezahlt werden, oder dass ihr die fairsten Produktionsbedingungen auf nigerianischen Feldern habt. Irgendeine Thematik sollte dort in den Vordergrund gerückt werden. Und wenn man dann hergeht und sagt, okay, wir sind die, denn wenn man dann sein Marketing gestaltet und sagt, wir verkaufen dasselbe wie die ganze Konkurrenz da draußen. Der einzige Unterschied ist, wir haben die beste Stahlproduktion in Deutschland. Oder wir haben die fairste Stahlproduktion in Bielefeld. Das heißt, es reicht, eine Spitzenbehauptung zu haben und diese mit dem alten Mechanismus zu kombinieren. Und dann wirst du sehen, wie schnell die Effizienz der Ads wieder alte Höhen annimmt. Heißt zusammengefasst, wenn man als Brand von 3, 4 Mio im Jahr wieder auf 10 Mio oder sowas gehen möchte und überhaupt gar keine Lust hat, immer und immer mehr Shiny Objects nachzurennen, was meistens auch nicht der richtige Weg ist. Denn wenn man das hier macht, kommt. Denn wenn man das hier macht und dann einfach neue Plattformen, neue Länder oder neue Produkte launcht in der Hoffnung, über die Summe dieser ganzen Möglichkeiten mehrfache Einkommensströme zu bauen auf 300.000, 400.000 Euro im Monat und so auf über eine Mio im Monat zu kommen konstant, dann kann man sich schon mal erweitert privat krankenversichern. Das ist ein verdammt schmerzhafter Weg. Denn immer wieder, wenn wir das gesehen haben, kacken genau diese Pfade wieder ab. Und man hat nicht nur einen Schmerz der Stagnation, sondern mehrere. Man kämpft auf mehreren Kriegsschauplätzen gegen Windmühlen. Und ärgert sich dann mit 4 oder 5 Dienstleistern herum, die eigentlich nur von dem Profit, den sie dir machen, bezahlt werden und darüber hinaus für deine Brand kaum was übrig bleibt. Das heißt,
Der mit Abstand beste und nachhaltigste Weg, von 300, 400 Mio im Monat auf konstant 1 Mio im Monat zu gehen, ist ein narrativbasiertes Marketing, was wir jetzt nochmal schnell zusammenfassen. Um von 3 bis 4 Mio im Jahr auf 10 Mio im Jahr zu gehen, müssen ein paar Sachen passieren. Erstens, die Acquisition, also wirklich die Neukundengewinnung, muss systematisiert werden und vor allem auch mal wirklich neu aufgewickelt werden. Das heißt, man guckt, wo ist das Narrativ des Marktes und wo kann man sich jetzt entweder mit einer neuen Opportunity, das heißt einem neuen Mechanismus, auf dasselbe Problem konzentrieren oder kann man den alten Mechanismus mit Spitzenbehauptung stützen und das dann in Ads übertragen, die dann in Paid Acquisition benutzt werden. Idealerweise ist das Marketing an der Stelle auch schon in der eigenen Hand. Dass wenn irgendwie schon lange Agenturen mit der Brand zusammenarbeiten oder halt die Sache mit einer neuen Agentur geplant wird, meistens die Umsetzungsgeschwindigkeit und vor allem die Iteration von scheiternden Sachen, denn dabei werden auch Sachen zustande kommen, die nicht funktionieren, zu langsam ist. Das heißt, idealerweise ist das Marketing hier jetzt in-house an der Stelle und man kann selbst so schnell es geht Iteration treffen und vor allem auch Auswertung machen. Das heißt, wir nehmen die neuen Argumente, platzieren sie in den Paid Ads Channel, werten die Sache auch sehr schnell aus, gucken die Effizienz an und iterieren das dann auch anhand der Daten, die wir bekommen, um neue Ads dem Narrativ entsprechend weiterzuentwickeln, um ein großes Level an Scale aufzubauen. Was wir dann machen ist, dass wir dieses neue Narrativ auf alle Paid Ads Channel, die für diese Brand in Frage kommen, aufziehen. Das heißt, wenn wir das erstmal auf Facebook angetestet haben und sehen, okay, geil, unsere neue Art von UGC, die neuen Spitzenbehauptungen enthält, funktioniert richtig gut, dann gehen wir natürlich hin und machen dasselbe auf Google, wir machen Performance-Max-Kampagnen dafür und wir machen YouTube-Kampagnen dafür, wir gehen es auf Google Search, wir werden es in Google Shopping mit einfließen lassen, durch Datenfeed-Optimierung, alles was dazugehört, aber wir gehen auch auf TikTok, gucken, dass wir das, was auf Facebook funktioniert, TikTok-tauglich anpassen und dann durch das Media-Buying-Knowledge, was wir haben, auch auf dieser Plattform zum Laufen bekommen, sodass wir eine runde Sache hier machen und auf allen erdenklichen Paid-Ads-Channels, die für diese Brand interessant sind, diese neue narrativbasierte Marketingmaßnahme übertragen können. Und das alles ist meistens schon dafür verantwortlich, dass wir schon mal hier auf die Hälfte dieses Bereiches kommen können. Das heißt so 700.000, 800.000 Euro Umsatz im Monat. Und wenn wir das dann haben, geht es darum, im Retention-Marketing dasselbe durchzuziehen. Denn wir haben eine riesige Menge an Bestandskunden aufgebaut in der Vergangenheit und kaufen diese auch monatlich dazu. Und mit diesen weiterzuarbeiten, ist wirklich eine der größten Prioritäten, die wir bei den Brands haben. Und es ist erschreckend, wie schlecht das Retention-Marketing der meisten Brands ist, ohne hinzutreten zu wollen. Aber 25-30%, bis teilweise sogar 35% des Umsatzes über Bestandskunden reinzuholen auf diesem Level, ist Pflicht. Also da geht gar kein Weg dran vorbei. Und selbst wenn man ein Produkt hat, was wirklich nur einmalig gekauft werden muss, muss man sich dann Gedanken machen, was man für ergänzende Produkte oder Abo-Modelle hinzufügen kann, um eben das zu unterstützen. Denn auf diesem Level ist Retention-Marketing allein für deine Profitmaßnahmen komplett notwendig. Und der dritte Schritt, der hier notwendig ist, ist es, dass man recruiting-technisch für diese Brand guckt, was muss gemacht werden, um diese profitablen Maßnahmen, also wirklich auf 1 Mio oder sowas im Monat zu gehen, durch Intrapreneure, das heißt wirklich fast schon Selbstständige, die aber nur in deiner Firma arbeiten und sich dort wirklich austoben, voranzutreiben. Denn wir sehen sehr selten, dass irgendwie ein Solo-Founder mit 2, 3 Mitarbeitern und 1 oder 2 Agenturen dieses Level konstant halten kann. Denn die Menge an Iteration, an Arbeit und vor allem auch mentaler Kapazität, die notwendig ist, um wirklich ein Next-Level-Shit zu machen, ist so groß, dass die meisten Agenturen das nicht gewährleisten können, das für mehrere Brands parallel zu machen. Und deswegen legen wir ganz viel Wert darauf, dass wir vor allem Paid Acquisition und Retention Marketing in den Brands direkt abbilden. Das heißt, wir gucken, welche Paid Ad Channels sind die notwendigen, die gerade den meisten Umsatz bringen. Was ist auf der Creative-Erstellungsseite notwendig, um ein großes Level an Scale zu halten? Und dann reverse-engineeren wir, brauchen wir jetzt einen Media-Buyer, also einen Performance-Marketer, brauchen wir einen Creative-Strategist oder brauchen wir Content-Creators, die jetzt den Content beisteuern, um dieses Level an Scale zu halten? Und dann besorgen wir ja für die Brands genau diese Mitarbeiter. Und da wir diesen Weg, den dann halt schon gemeinsam gegangen sind, das heißt, wir haben dieses Selling-System hergestellt, wir haben geguckt, okay, was funktioniert hier? Und wir haben eine Guideline erstellt, was das narrativbasierte Marketing ist. Dann können diese A-Mitarbeiter sich auch super schnell einfinden und anfangen zu performen. Und der Impact, den eine Person hat, die die Sache kann aus voriger Arbeit, dann in eine Brand kommt, wo die Wege schon geebnet sind und sich dann nur noch austoben muss in dem, was bereits vorgetrampelt wurde. Das sind explosionsartige Sprünge für Brands, die die meisten Founder gar nicht auf dem Schirm haben, wenn man die Sache startet. Und dann geht man in der Hiring-Reihenfolge so vor, dass man wirklich guckt, was ist jetzt
der umsatzbringende Faktor? Was sind die Maßnahmen, die wir auf Mitarbeiterseite machen können, um mehr davon zu machen? Und was sind dahinter dann die unterstützenden Funktionen, damit unsere Stürmer, also unser Ronaldo und unser Messi, der gerade diese Umsätze reinbringt, noch mehr unterstützt wird durch Creative Strategy, durch Content Creation, durch Cutting, durch Copywriting und alles, was dazugehört. Und danach geht man dann hin und guckt, okay, was können wir im CRM-Management machen? Das heißt, im Retention-Marketing, im Aufbau einer schönen Customer-Journey, im Affiliate-Marketing, im Ambassador-Marketing oder halt durch Werbemaßnahmen, die an diese Leute gelauncht werden, wie Kooperation oder B2B-Deals. Und um das wirklich auch in einem Speed zu machen, der wirkliche Umsatzsprünge ermöglicht, braucht man meistens eine Person, die sich den ganzen Tag damit beschäftigt und im Backend arbeitet, in Klaviyo und in Omnisend arbeitet, aber auch wirklich Customer Journey und Customer Relationship Management so macht, wie es gedacht ist, anstatt einfach ein paar Klaviyo-Flows aufzusetzen und dann sich zu freuen, dass irgendwie dein Welcome Flow zu 10% performt. Denn wie gesagt, 30-35% des Umsatzes über Retention Marketing sollte an der Stelle definitiv drin sein. Und es ist für die Kundenbindung langfristig halt auch mehr als wichtig. Denn wenn man mal überlegt, was sind die ersten zwei Fragen, die jemand, der ein Unternehmen kaufen möchte, an einen E-Com-Brand hat, dann ist es erstens, wie doll ist der CEO noch im Tagesgeschäft involviert? Und zweitens, ist das Marketing in-house oder extern? Und wenn man wirklich sich der Sache annimmt und sagt, ich möchte von 3-4 Mio im Jahr auf 10, 15 Mio im Jahr wachsen, dann müssen beide dieser Maßnahmen zwangsläufig erfüllt werden. Denn es ist einfach nur fahrlässig, einen potenziellen Unternehmensverkauf oder halt wirklich eine Steigerung des Firmenwerts davon abhängig zu machen, dass der CEO den ganzen Tag noch Support-Tickets macht oder irgendwie Caption für Social Media schreibt. Und zweitens, das Marketing von einer externen Agentur abhängt, die eventuell sogar gute Arbeit macht und seit ein, zwei Jahren nicht gut betreut, aber am Ende des Tages natürlich ihre eigene Haut retten möchte. Und wenn halt wirklich viel Mehrwert produziert wird von einer Seite, dann findet immer eine Geißelung für Profit statt und es wird immer geguckt, wie können wir durch Anpassung von Deals oder aber durch Reduzierung unserer Stunden für dasselbe Geld auf Agenturseite dafür sorgen, dasselbe Geld zu bekommen. Und anders kann die Agentur natürlich auch nicht wachsen. Das heißt, es wird entweder Zeit eingespart oder halt der Deal nachverhandelt, um aus der funktionierenden Zusammenarbeit mehr Profit zu schlagen. Und wenn man das dann mal in Relation setzt, kann man sich das Wachstum fast schon sparen, denn man bezahlt von seinem echten Profit am Ende des Tages im Prinzip nur jemand weiteren dafür, diesen Profit reinzuholen. Und da das Marketing extern ist, zahlt man nicht mehr auf den Firmenwert ein. Denn weil das Marketing halt extern ist, ist die Firma quasi unverkäuflich und es bringt auch gar nichts, diesen Profit hier weiterzugeben, weil man denkt, beim Exit holt man das wieder rein, weil die Firma halt nicht exitfähig ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Um von 3-4 Mio im Jahr auf 10 Mio im Jahr zu kommen, guckt man sich an, wo steht der Markt aktuell? Man guckt, okay, was können wir machen, um einen Schritt weiter zu sein? Man macht entweder eine neue Opportunity und pusht die auf alle erdenklichen Channels, die vorher noch nicht benutzt worden sind. Oder aber man stellt sich mit als einer Spitzenbehauptung als Marktführer in diesen Markt rein, trommelt sich ein bisschen auf die Brust und sorgt für einen Herdentrieb. Das heißt, dass man dem Markt sagt, wer der Daddy ist. Und dann überträgt man das alles in die Paid Ads Channel, die so vorhanden sind, iteriert das anhand des Marktfeedbacks und baut dann das Backend so auf, dass all die generierten Neukunden dann auch profitabel ein zweites und ein drittes Mal kaufen und bringt die ganze Kompetenz in-house, damit man mit diesem ganzen Aufbau hier, weil das ist natürlich definitiv Arbeit, achtstellig zu gehen, auch wirklich Firmenwert schafft. Das heißt, man ist entweder so profitabel, dass dann am Ende des Tages 100, 150.000 Euro Profit im Monat über die Brand reinkommen, oder aber man baut diese Brand so geil auf, dass sie am Ende verkauft werden kann und man für ein 2- bis 3-faches Multiple des EBITDAs diese Brand dann auch tatsächlich verkaufen kann. Denn dann hat sich diese ganze Arbeit hier über Jahre gelohnt, über die ganzen Cashflow, die man hier als Risiko auf sich nimmt. Denn ansonsten kann man die Sache auch sein lassen und irgendwie einfach in einen gut bezahlten Job gehen. Denn wenn man die Firma entweder nicht später verkaufen kann oder aber auf ein Level an Scale aufbaut, wo jeden Monat 100, 150.000 Euro Profit in die eigene Tasche kommen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum man das Ganze macht. Denn man will ja hier selbstständig sein und das ganze Risiko auf sich nehmen, um übermäßig viel Wohlstand für die Familie zu produzieren und vor allem auch möglichst viele Mitarbeiter und Menschenleben positiv zu beeinflussen. Denn wir sind hier keine Non-Profit-Organisation, die jetzt irgendwie die Wale retten möchte, sondern wir wollen hier für unsere Familie und für die Familien unserer Mitarbeiter möglichst viel Wohlstand schaffen und das idealerweise auf eine ethisch vertretbare Sache, indem wir gute Produkte an zufriedene Kunden verkaufen. Und diese ganze Sache wird halt erst lohnenswert, wenn man die Brand entweder sehr profitabel auf hohe 7-stellige oder am Ende dann auf 8-stellige Umsätze bringt. Und das klappt halt meistens durch die Sachen, die ich gerade erwähnt habe, Acquisition wirklich neu zu denken, dann das Retention Marketing richtig gut aufzubauen und dann durch gezieltes Recruiting Inhouse-Killer aufzubauen, die dafür sorgen, dass deine Firma auch echten Wert hat
Und das hier, Fun Fact, ist genau das, was wir als Brand mit siebenstelligen Unternehmen machen. Das heißt, wir bauen genau diese Schritte mit denen zusammen ein und wollen dann langfristig natürlich auch irgendwann eine schöne Beteiligung an dieser Firma machen. Denn mein Ziel ist es halt, ein E-Commerce-Portfolio aufzubauen, was einen Jahresumsatz von 1 Milliarde erreicht. Das ist so mein Ziel in den nächsten Jahren und wir sind guter Dinge, das zu schaffen. Wenn das für dich interessant ist und du Inhaber einer siebenstelligen Brand bist und du in den nächsten 1-2 Jahren achtstellig gehen möchtest, melde dich bei uns. Wie gesagt, wir haben dir nichts irgendwie zu verkaufen. Wir gucken halt in deinem konkreten Fall, ob wir mit unserer Arbeit bei dir helfen können, um diesen Switch zu machen. Wenn nicht, weisen wir dich in die richtige Richtung oder empfehlen sogar bestimmte Agenturen oder so für deine bestimmten Zwecke. Aber wenn es wirklich machbar ist, dass wir sagen, okay, bei dir ist gerade so viel Marktreife vorhanden, dass wir einen wirklichen Switch machen können und zum Marktführer werden können oder halt das Marketing über neue Mechanismen stützen können und das Team dann in-house bauen bei dir, dann sagen wir dir, ja, das geht tatsächlich und dann nerven wir dich auch ein bisschen, dass du Kunde bei uns wirst. Ansonsten, wie gesagt, wir lehnen bestimmt 70% der Leute, die bei uns reinkommen, ab und ich habe dir ja auch in den YouTube-Videos nichts zu verkaufen. Nimm das, was ich dir hier gesagt habe, setz das für deine eigene Brand um und wenn du halt auf diese Level kommst, für die eine Zusammenarbeit mit uns interessant ist, melde dich gerne bei uns. Und das war jetzt mein kurzes Video von den Weihnachtstagen hier. Die nächsten Videos kommen dann ab Neujahr. Und ich habe kein Upload-Schedule. Das heißt, wenn du es geil findest, was ich hier mache, wenn du sagst, das Video hat dir irgendwelche Insights gebracht oder du hast auf meinem Channel mal geguckt und hast andere Videos gesehen, die dir Mehrwert gebracht haben, tu mir einen Gefallen, hinterlass ein Abo und abonniere hier die Glocke für diesen Channel oder wie das heißt. Und eine kleine Bitte habe ich. Ich hau so viel Value heraus, wie nur irgendwie geht, ohne irgendwas zurückzuhalten. Wenn dir das hilft, schick diese Videos an 1 oder 2 Freunde, sobald du das Video gesehen hast. Denn durch diesen fast schon viralen Effekt hilfst du halt, diesen Content zu verbreiten und dafür zu sorgen, dass mehr Founder im deutschen E-Commerce-Space tatsächlich in Familienwohlstand bringen können, anstatt jeden Monat draufzuzahlen oder halt lächerliche 20.000, 30.000 Euro Profit im Monat zu machen. Denn davon, wenn man die Steuern und sowas abzieht, wenn man ehrlich ist, kann man sich auch spontan keinen Porsche kaufen. Und das sollte ja von jedem hier das Ziel sein, sofern man auf Auto steht. Also, danke dir für deine Aufmerksamkeit. Viel Spaß bei den nächsten Videos, die kommen. Und wenn du die anderen Videos auf dem Channel noch nicht gesehen hast, wir reden über alles. Also wie wir 30.000, 40.000 Euro Adspend am Tag ausgeben können bei Facebook, wie wir bei Google Ads auf eine Mio im Monat gegangen sind, wie wir mit Ruby TikTok Ads in Deutschland den ganzen Sommer lang durchdominiert haben. Und wir haben geile Videos mit wirklich schönen Persönlichkeiten im Interviewformat, wo wir über echten Mehrwert reden und vor allem die Leute an den Gesprächen teilhaben lassen, die sie sonst nie miterleben würden, weil sie hinter verschlossenen Türen stattfinden. Das ist mein Ziel mit dem Channel. Wie gesagt, wenn du Mehrwert daraus gezogen hast, hinterlass einen Daumen, hinterlass einen Kommentar. Und wenn dir irgendwas nicht gefallen hat, sag mir auch Bescheid. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.